Japan ist ein Land, das berauscht und verwundert, verzaubert und irritiert zugleich. Sushi essen kann ich. Nacktbaderegeln kenne ich. Stockschläge zur Meditation? Wie bitte? Japan besuchen heißt, mit falschen Vorstellungen aufzuräumen. Maren Wolters, Reiseexpertin von Berge und Meer, lässt sich ein auf diese ganz andere Welt und taucht zusammen mit ihnen ab ins Abenteuer Japan. Hallo und Konnichiwa. Mein Name ist Maren Wolters und ich nehme Sie mit ins Land der aufgehenden Sonne. Maren lernt Japan als ein hochmodernes Land der Großstadtdschungel und zugleich als einen magischen Ort unzähliger Oasen der Ruhe und Einkehr kennen. Maren vermutet, dass die Japaner der Überforderung ihrer Besucher ganz bewusst mit großer Zuvorkommenheit, Höflichkeit und Nachsicht begegnen. In der weltgrößten Metropole Tokio stellt sie aber schnell fest, dass diese Formen der Wertschätzung bei den Japanern auch untereinander gelten. Wenn in Tokio 15.000 Menschen zeitgleich eine Ampel überqueren, ist von Drängeln und Rempeln nichts zu spüren. Abseits des Großstadttrubels hofft Maren, neue Antworten auf die Frage nach dem Wesen der Japaner und ihrer Kultur zu finden, dem japanischen Streben nach Perfektion und Harmonie und der völligen Zurückstellung der eigenen Person auf den Grund zu gehen. Dann kommt es für Maren zu einer ganz besonderen Begegnung. Es gibt wohl kaum ein Phänomen, das die japanische Lebensweise derart verkörpert wie die Maskenhaftigkeit der Geishas. Geiko is another word for geisha, which you say in Kyoto. Or why is there a difference? So, ですね、詳しくはちょっとわからへんところあるのですけども、やっぱり京都は芸妓さん。で、東京は芸者さん。 ありがとうございます。 Für Maren wird es nun Zeit für neue Experimente. Eine Ausbildung zur Geisha kommt dazu eher nicht in Frage. Sich in einen Kimono kleiden zu lassen und an einer typisch japanischen, extrem ritualisierten Teezeremonie teilzunehmen, kann aber bestimmt nicht schaden. Der gesellschaftliche Fauxpas gehört für Besucher in Japan einfach dazu. Und das gilt überall. Muss man eigentlich Finger essen. Einfacher, ne? Im weltberühmten Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen, der offenbar nie zu spät kommt, blickt Maren auf ihre bisherigen Erlebnisse zurück. Vielleicht gibt es wirklich keinen besseren Weg, Japan zu entdecken, als sich vorsichtig auf das Regelwerk der Konventionen und Traditionen einzulassen. Im örtlichen Onsen, einem heißen Thermalbad, kommt sie mit Blick auf den stummen Fuji zur Ruhe. Nebenbei gesagt, Nacktbaden ist hier Pflicht. Nichts soll das Wasser verunreinigen. Nach dem Bad will es Maren nochmal wissen. Sie entscheidet sich für eine Lektion in Zen-Meditation, geleitet von einem buddhistischen Mönch mit, wie könnte es anders sein, verschärften Regeln. Mangelnde Fokussierung wird hier gleich mit dem Stock quittiert. Am Ende ihrer Reise ist Maren klar, dass Japan immer geheimnisvoll bleiben wird. Ein Land, auf das man sich einlassen muss. Keine andere Kultur lädt sie mehr dazu ein, ganz neue, unvergessliche Erfahrungen zu machen. Wer Marens Abenteuer in Japan in voller Gänze erleben möchte, abonniert am besten unseren YouTube-Kanal. Weiterführende Informationen zu Japan und zum selber entdecken finden Sie natürlich auch auf berge-meer.de.